willkommen, Kinder, zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Halleluja. Irgendwie diese Schublade füllt sich von alleine ziemlich schnell, aber ich bin auch ziemlich ausgerastet hier mit meinen Putz-Actions und meinen, ich brauche meine Beauty-Produkte auf. Fangen wir mal mit diesem an. Das war, meine ich, bei Rossmann eins der günstigsten Waschmittel ohne Weichspüler, Pflegebooster, Pflanzenwirkstoff. Ja, klang für mich ganz gut und es war tatsächlich auch echt gut. Es hat nur irgendwie nicht so lange gehalten. Und es riecht sehr, sehr gut. Es riecht nach dem Pulli der Kinder damals. Damals in der Schule, wo ich auch immer nachriechen wollte. Mega gutes Zeug. Dann hatte ich hier mal die WC-Reiniger-Tabs. Also von Ding her tolle Dinger. Die machen super sauber. Ich habe noch zwei restliche. Ich glaube, das habt ihr in meiner letzten Putzroutine wahrscheinlich gesehen. Allerdings, ich verpasse immer den Zeitpunkt, diese Dinger ins Klo zu tun. Also am besten müsste ich es eigentlich morgens machen, wenn ich die Wohnung wirklich verlasse. Weil ansonsten, ich muss halt auch noch auf Klo, Kinder. Und das, ich würde es so gerne länger einwirken lassen. Naja, aber ja, tolles Zeug, hilft auf jeden Fall und reinigt gut. Dann, wo wir schon beim Thema Putzmittel sind, habe ich den Ajax. Aber das habe ich schon richtig lange mal vom Foodsharing abgeholt. Das ist diese blaue Variante Ultra 7 für alle Oberflächen. Reine Frische, riecht richtig gut nach frischer Wäsche. Hält super lang. Ich mische mir das einfach mit Wasser an. Und ja, wahnsinnig tolles Zeug. I love it. Es riecht unfassbar gut. Genau, dann hatte ich... Ist das schon der neue etwa? Nee. Dann hatte ich hier von Domestos nochmal so einen WC-Tab. Also ohne geht gar nicht mehr. Die waren bei mir letztens mal leer. Ich frage mich, wie man überleben kann ohne sowas. Also, ja, die waren auf jeden Fall gut. Oh, anscheinend mit Chlor. Deswegen roch das wahrscheinlich so komisch im Bad vor kurzem. Gut, weiß ich noch nicht, ob ich dir empfehlen muss. Dann, ja, kommen wir mal zum Beauty. Ich habe von Nivea das Micellenwasser aufgebraucht. Hat tierisch lang gehalten und ich war sehr, sehr begeistert. Tolles Produkt, gerne wieder. Nicht zu aggressiv, nicht zu sanft. Absolutes frische Gefühl. Dann hatte ich noch von Dontodent eine Mundspülung. Die war zwar gut, es gibt bessere. Ist noch von den günstigen mit die beste, würde ich sagen. Habe jetzt aber wieder Listerine. Gegen die kommt irgendwie keiner an. Ja, dann habe ich seit Ewigkeiten... Ihr kennt von Pomelo & Co. ein Shampoo. Ist das tatsächlich die Spülung? Hatte ich irgendwie schon zuerst aufgebraucht. Ich benutze, glaube ich, immer zu viel Spülung bei meinen Haaren. ja, riecht mega, mega gut. Reinigt eher so sanft. Also das habe ich halt immer eher so benutzt, wenn ich täglich die Haare gewaschen habe, weil ich irgendwie beim Sport war oder so. Ich versuche sie halt nicht täglich zu waschen. Aber wenn es dann doch mal so kam, dann habe ich das genommen, weil ich das Gefühl habe, das reizt die Kopfhaut nicht so. Und es riecht wirklich sehr, sehr gut, ich weiß gar nicht, so ein bisschen vanillig. Ja, so ein bisschen nach Karibik. Ich würde Karibik sagen. Super angenehm und reinigt aber trotzdem. Ne? Es gibt ja auch so Sachen, wo du denkst, da wird es nicht sauber. Das ist es nicht. Ja, dann habe ich hier von Beauty Mates aktuell auch noch in Gebrauch eine Gesichtscreme. Ich weiß nicht, ob ich die zu lange stehen lassen habe. Hier ist nämlich leider kein Ablaufdatum. Ist für Dry Skin. Ich habe immer das Gefühl, die riecht aus so ein bisschen, als wäre sie abgestanden. Vielleicht habe ich sie zu spät geholt. Ich habe ja so eine Beauty Box, wo ich dann immer nachfülle. Die habe ich länger übersehen. Naja, und dann hat die Kleine hier diese Milchzahnpasta von Paw Patrol von Odol Med 3 aufgebraucht. Ja, sind wir ganz zufrieden mit. Wobei die Kleine manchmal sagt, sie wäre zu scharf, aber... Zahnwasser, ne? Naja, dann habe ich mir doch zur Weihnachtszeit mal so ein Bad gegönnt. Das roch auch richtig, richtig gut hier von TT Sept. Das hatte ich zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Das ist so richtig, also es riecht richtig frisch. Ja, vanillig würde ich fast gar nicht sagen. Eher so frisch, angenehm, ein bisschen blütig. Wonach riecht das? Es gibt auch irgendwas zu essen, was so riecht. Es sind nicht die Zimtsterne, nein, nein. Also mit fruchtig, würzigen Duft, also Punsch, Fruchtpunsch, das trifft das tatsächlich ganz gut. Genau, dann habe ich noch eine Sache aus dem Putzbereich. Hier den Kuschelweich-Weichspüler, da hatte ich ja dieses 3 für 2 Angebot von Rossmann mal wahrgenommen. Mit dem sind wir ganz, ganz happy. Dann hatte ich hier mein Lieblingswaschgel von BB aufgebraucht. Richtig tolles Produkt, ist leider auch ein bisschen... Ja, bis zum Ende aufgebraucht, wie man es so kennt von mir.
Für normale und Mischhaut, entfernt auch super gut Make-up, tolles Produkt, kaufe ich immer wieder gerne nach, muss ich sagen. Dann hatte ich hier die Spülung von Pantene Pro-Vie mit einer der günstigsten Haarkuren, Entschuldigung, aus dem Drogeriebereich und einer der besten, würde ich behaupten. Also von den günstigen finde ich sie am besten. Es ist auch silikonfrei, eine Haarmaske mit Biotin und Rosenwasser. Tolles Produkt, kaufe ich sehr, sehr gerne nach und riecht auch sehr gut. Riecht sehr, sehr rosig frisch, aber. Dann habe ich mein, ich würde fast behaupten, Lieblings-Make-up mit aufgebraucht. Und das ist hier von SheGlam. Das muss ich mir unbedingt nachkaufen. Das war zum einen der perfekte Ton. Das ist einfach, steht einfach Nude drauf. Deckt mega, mega gut. Ich habe es mal geschenkt bekommen und dachte mir, pff, wie soll das denn zu meiner Haut passen? Es war perfekt. Hat richtig lang und gut gehalten und ja, ist eine matte Foundation. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn ich die mal finde, würde ich euch die verlinken. Also Wahnsinnsprodukt. Packe ich mir hier gleich beiseite, ne? Ja, dann habe ich hier, jetzt wo ich ja wieder beim Sport bin, habe ich auch eine Beauty-Sporttasche hier, so eine Kulturtasche. Da hatte ich von Isanas Seitenglanz-Shampoo aus irgendeinem Adventskalender mal drin. Ja, silikonfrei für trockenes Haar. Hat seinen Zweck erfüllt, ist jetzt alle, also alles Chico. Dann hatte ich hier so eine Haarmaske, die habe ich mir mal irgendwann gegönnt. Die war im Angebot mit Kokos, die riecht auch extrem nach Kokos. Die könnte man auch zweimal anwenden. Da war unten noch so eine Haube mit bei. Ich glaube, die habe ich euch in einem Video eine andere Mal vorgestellt, aber die sind wirklich richtig, richtig, richtig schön. Also ich mag ja Kokosduft, das ist ja nicht immer so jedermanns Sache. Ja, und sie pflegte vor allem sehr, sehr gut. Ja, dann hatte ich hier White and Shine von Odolmed 3. Die Zahnpasta habe ich auch immer noch im Gebrauch. Liebe ich über alles. Bei Zahnpasta, das ist wirklich so ein Produkt, habe ich festgestellt, da sollte man nicht sparen. Alle anderen, wirklich die Eigenmarken, die kannst du meiner Meinung nach in die Tonne treten. Weil, also ich fühle mich nicht sauber. Ich fühle mich nicht frisch in meinem Mund. Also, nee. Und das frischt doch nach. genau, was haben wir hier? Achso, da hatte ich hier eine Creme von Lili Margo. Da hatte ich auch mal einen Rabattcode. Die war auch sehr, sehr gut. Ist auch ein sehr schickes Tiegelchen. Ja, hat ihren Zweck erfüllt. War sehr erfrischend, war gut. Ich mag nur nicht so gerne, ich weiß, es ist umweltfreundlicher, diese Glastiegel, weil ich habe immer so Angst, mir fällt ja so alles immer runter. Ich kleiner Tollpatsch, ich lebe den Tollpatsch-Lifestyle und dafür ist es halt manchmal ein bisschen unpraktisch auf Fliesen, ne? Ja, dann hatte ich von Darf erfrischender Sommer. Es hat auch richtig lange durchgehalten. Ich habe irgendwie immer hier mal ein Deo, da mal ein Deo und irgendwie werden sie nie leer und alle so halb leer. Es war eine Limited Edition, war ich sehr, sehr begeistert von. Hat sehr gut vor Schweiß geschützt. Okay, ich bin jetzt auch nicht so der anfälligste Mensch, sagen wir mal so. Aber ja, tolles Deo. So, jetzt habe ich hier noch zwei Sachen. Oh Gott. Dann hatte ich hier dieses Parfum als Probe von Alive, heißt das, von Hugo Boss. Oh, das war richtig, richtig, ja, frisch, leicht blumig, aber sehr, sehr leicht. Tolles Parfum, roch richtig gut, das will ich mir auch nochmal vormerken. Ich glaube, das müsste ich mir aber vielleicht in groß besorgen. Ich habe ja bald Geburtstag, ne? Ja, oh, das riecht echt mega gut. Ja, und ein letztes Produkt habe ich noch, das habe ich euch letztens in meinem Haul vorgestellt. Und da muss ich nur mal ein paar positive Worte zu sagen, denn normalerweise, wenn du einen Raumduft hinstellst, ist es selten, dass er wirklich einen ganzen Raum beflügelt, sag ich mal so frech. Ja, tolles Produkt. Wirklich, ich kam hier letztens nach Hause und dachte mir, was riecht hier so geil? Und es war wirklich das. Und das hat man meistens nur mit Steckdosendüften oder sie sind ganz, ganz neu. Also ich bin wirklich tierisch begeistert davon. Kann ich nur empfehlen, ist gerade neu. Also ich habe es neu gesehen bei DM. Geiles Gerät. Ja, und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde jetzt meinen Müll mal hier entsorgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Das würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal.